Warte, da ist vorbei. Es geht weiter. Ja, ich denke, wenn das Video kommt, da sind schon mal 2, 3 Wochen rum. Ja, was machen wir halt? Küche des Balkans. Und zwar machen wir schöne Hacksteaks, Rinderhack, Büffelmozzarella als Füllung mit Paprika gemischt und so weiter. Und eine schöne Knoblauchsoße dazu. Zeige ich euch. Das ist eigentlich nichts anderes. Griechischer Joghurt, den cremischen, ne? Cremig geschlagen. So sieht er aus. Ne? Das ist ja nicht so flüssig. Und dann kommen noch 500 Gramm, 5 große Knoblauchzehe, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Und jetzt kommt meine Variante. Wir machen einen Esslöffel Bohnenkraut dazu. Ausprobieren. Richtig lecker. Den machen wir gleich. Da muss dann das ziehen. Und dann machen wir Hackfleisch. Und die Füllung vom Hack. Hack ist, da kommt gar nicht viel dran. Ne? Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebelchen. Ne? Das sind ungefähr 1500-1600 Gramm. Da mache ich so 4 Zwiebelchen drauf. 4 kleine sind das. Und bunte Pfeffer gemahlen. Wichtig. Ne? 5 Knoblauchzehe. Ja. Also pro, man kann es auch pro 500 Gramm machen, eine Knoblauchzehe, Stunde nicht mehr so klebrig auf und runter. Ne? Und Basilikum, das gibt die Füllung, Basilikum, Paprika, ja. Und dann machen wir Reis dazu. Reis, tun wir auch schwitzen, in der Pfanne, mit Zwiebeln zusammen. Da kommt dann später dazu, das ist so Tass voll Naturreis, so gemischt. Dann kommt Eiweiß kommt dazu und 500 Liter Wasser. 500 Milliliter, 500 Liter wäre zu viel. So, gut. Dann nehmen wir jetzt los. Ne? Ja, das wird der Grill habe ich schon auch geschmissen. Jetzt fangen sie ein bisschen aus der Rennen. Ne? Na, gucken wir mal. Als erstes machen wir unser Knoblauchsoße. Ne? So. Griechischer Wein. Ich weiß auch nicht mal. Halt mir immer so hin. So, wir nehmen unser Knoblauch. Die Knoblauchsoße Tee. So, das brauchen wir. Das da brauchen wir. Und dann machen wir einfach unser Knoblauch da drin. Sieht das aus? Ne? Das ist eine 6C. Ne? Ich brauche immer so ein bisschen mehr. Ne? Bisschen Bums. Oh, die ist aber. Oh, die ist schon ganz. Kann man machen, ein bisschen noch. So. Zack. Das ist ein Koch, muss ich bloß helfen wissen. Ne? Passt mir gar nicht. Hobbykoch bin ich. So. Wir machen alles immer schäden und nehmen. Ja, es geht alles dazu, da wird nichts weggeschmissen. Ja, das zieht schön durch. Braucht halt Zeit. Deswegen machen wir das als erstes. Das ist auch immer, wenn ihr trockene Kräuter oder sowas irgendwo dazu macht. Ne? Und dann müsst ihr das immer ein bisschen ziehen oder so. Ne? Ja, das ist also eigentlich ein ordentlich Pfeffer. Schwarze Pfeffer mache ich immer drauf. So, ein bisschen Salz brauchen wir. So. Man will gerade noch ein bisschen Zitronensaft drauf machen. Jetzt mischen wir das immer ohne. Aber mit der Bohnenkraut probieren wir mal. Herrlich. Ein herrlicher Geschmack. So, dann sind wir da schon fertig. Ne? Das geht eigentlich alles relativ flott. Das war der Knoblauch. Ich habe noch ein bisschen Knoblauch und Pingelgard. Also jetzt folgt mir noch alles ohne. So. Also, so sieht's aus.
Der ist schon mal fertig. Der muss aber jetzt ziehen. Ne? Nehmen wir eine wie. Aber da habe ich mir jetzt gehabt. Knoblauchbrühe, das ist nicht so mal Ding. Ne? So, Dreckelmescher hatte ich auch gehabt. Mal das irgendwo unter der Welt. Knoblauch kann auch scharf sein. Ne? So, wir machen unser Hack. Unser Hack rennt machen. Das machen wir auch schon drin. So sieht das aus. Diese fette Hille. So. Dann machen wir da drauf. Schneiden wir die Zwiebel gleich. Schön dünn schneide. Weil ganz so viel Zeit hat eigentlich das, die Zwiebel nicht zum Ziehen. Bleibt alles schon noch ein bisschen knackig. Aber ich schneide mir erst die Zwiebel jetzt so fertig. Dann sieht man es gleich wieder. Ne? So. Das war's, die letzte Zwiebelchen. So. Ah ja, gut, wenn es große Zwiebel sind, brauchen wir keine 4. Ne? Und dann machen wir von den 5 Zehen, wo ich schon übrig habe, machen wir auch noch ein bisschen Knoblauch drauf. Und zack. Träumchen. Ja, was gibt ein Träumchen? Das tun wir schön scharf angrillen. Und da müssen wir das Ziel lassen. Ne? Rind braucht immer ein bisschen länger wie Schwein. Wer es nicht weiß, da kann man sich leicht verschätzen. Ne? Wobei das beim Steak hier auf dem Vorteil ist, ne? Weil manche machen sie ein bisschen zu lang drauf und dann ist es trotzdem noch Medium. Also die, wo dann wirklich das Steak zu gar machen, also die haben es wirklich dann verpennt. Ne? So, gut, auch wir machen da das. Ne? Es gibt ja einen Hacksteak. A la Balkan und a la Bandilla so ein bisschen. Ne? Er macht immer so ein bisschen seine Eigenart und hat so ein bisschen ausprobiert. Das ist gut. So, dann kommen 3 Eier rein. Das sind so 1,5 Kilo, also pro 500 Gramm machen wir ein Ei. Standard, ne? Nehmen wir hier so. Kriege ich welche. So. Dann haben wir schon. Halt, haben wir nicht. Das brauchen wir noch. Unser Pfeffer, bunter Pfeffer, schön gemahlen. Das müsst ihr so machen, wenn ihr so irgendwas mit Rindersteak oder irgendwas, alles was so Rind ist, müsst ihr mit buntem, frischem Pfeffer schaffen. Das ist so, das ist brutal gut. Das hebt wirklich irgendwie den Geschmack vor vom Rind. Von dem Rindfleisch. Also wenn ihr das 2-3 Mal ausprobiert habt, ihr macht das nie wieder anders. Basisch. So. Das kommt drauf. Und natürlich Salze, ne, ihr Leute. Ein bisschen Salze. Also das müsste ungefähr passen. Zack. Jetzt passt's. Dann schneiden wir schon. Also schneiden auch mischen. Genau, dann schneiden wir nämlich schon unser Gemüse, unsere Füllung. Unsere Füllung machen wir in. In einem schönen Büffelsenf. Mozzarella, Büffelkäse. So, dann nehmen wir gerade die Schüssel vom Fleisch, weil das kommt ja sowieso zusammen. Immer ein bisschen sparsam sein, ne? Dass wir die Schüssel so hin und her wechseln kann. Ich schneide es gleich. Machen wir gleich. Mal hier schon mal Pitstop. So, alles in die Schüssel. Ne? Basilikum.
schneiden wir gleich. Diese sortiere. Dann die Paprika schneiden wir gleich. Oh, ich muss die Kamera da herholen. Sieh mal, bitte. So. Basilikum. Herrlich, schön frisch. Das beim Schneiden riechen hat er schon. Das ist herrlich. Das kann ja gut werden, ne? Frische Sache, Leute. So. Paprika. Daneben so meine Dreckeimische. Dann können wir die wunderbar reinschneiden. Ne? So, dann tun wir schön in feine Streifen schneiden. Jetzt machen wir unsere Büffelmozzarella noch hin. Ja, schön klein machen. Jetzt tun wir das noch schön vermischen. Das müsst ihr gut vermischen. Ne? Sieht aus. Feinstes Hack. Jetzt gehen wir hier und dann machen wir dann so ein Steak 200 Gramm. Ne? Das sind immer, wenn ihr so die Hand und ihr kriegt sie nicht ganz zu. Ja? So, dann sind das 200 Gramm. Nur so, glauben wir nicht. Ich habe da 1,6 Kilo, jetzt passen auf. Live, ihr seht ja. Live dabei. Wie viel müssten das geben? 8 Stück, ne? Jetzt gucken wir mal, wie viel das gibt. Live dabei, ich muss nicht mal kürzen. Das Video, dass wir es wirklich sehen. Dass ich keinen Quatsch mache. Und das mache ich ratzifatz. So. Ganz schön, ich beeile mich doch, ne? Dass das Video nicht so lang wird. Aber nicht, dass er das muss sehen. Ohne Schnitt, ohne alles. Da kann er Profi jetzt gucken. Ich habe nicht geschnitten. So, wie viel sind das? 8 und sind die nicht gleich groß. Gucken wir mal. Dann drehe ich ein bisschen runter. Hand, Kugel, nicht ganz zu, aber 200 Gramm. Ganz zu, 100 Gramm. Kann man sich gut merken. Nur mal so als Tipp. So, und jetzt gehen wir hier. Die müssen wir schon, ich muss noch ein bisschen trinken. Die müssen schon kompakt sein. Ne? So, nicht also ein bisschen Ausnahme gehen. Beziehungsweise, gut, es kann passieren, ein Käse rauslaufen, aber normal nicht. Ja, wir machen die schön fest zu. So, dann gehen wir schon hier. Oh. So. Und dann tun wir da schon eine Füllung rein. Gucken wir. So sieht das aus. Ja, so. 2 Esslöffel, die ich sah, ne? Brutal, ne? So, und dann müssen wir einfach rum mit, ne? Rum mit. So, das habe ich euch einmal gezeigt. Und schön zumachen, oder? Schön von der Seite das Fleisch hochholen. Zumachen. Das war's, ne? So, und dann vorsichtig. Fast wie so ein Frikadellchen. So. So muss das aussehen, ne? Sag ich euch gleich. So. Gucken wir mal. Fertig. Die erste fertig. Unser Balkansteakchen. Ja, herrlich. So, die legen wir jetzt auf den Grill. Scharf anbraten und dann legen wir sie hoch. Das Ziel lassen. Und da machen wir ganz schnell den Reis noch. Zeige ich euch, wie das geht. Jo, gehen wir an den Grill. Ne? Balkansteaks.
Gott, das riecht schon. So ein bisschen Knoblauch ins Hacken hin mache, herrlich, ne? So, jetzt machen wir die schon runter. Und lassen die der Hilferuhe. Dicken ein bisschen ab. So, lassen wir jetzt mal schnell in Ruhe ziehen. Ein bisschen Öl drin. Drin. Der Reis. So, Tass voll. Ist das alles? Bisschen Pfeffer. Da ein bisschen Rostspitze was. So, jetzt kommt das Eiweiß hin. Kriegt ihr eigentlich überall zu kaufen, ne? So, ungefähr 1,5 Liter Wasser. Das lassen wir jetzt noch 20 Minuten ziehen. Das Läse habe ich ein bisschen geölt. So, dann machen wir. Guck mal, das ist schon. Ah, ist noch ein bisschen fast zu heiß. Ne? Aber machen wir mal, ist egal. So, ne? Sehen wir das? So, schön das gezogen. In der Zeit, wo wir den Reis gemacht haben. Ne? So 20 Minuten kann er jetzt ruhig ziehen lassen. Ne? Kein Thema. So, Balkansteak. Wir schneiden auf. Jetzt kommt die große Überraschung. Die ganz große Überraschung kommt jetzt. Gucken wir. Herrlich. So, dann probieren wir das mal, ne? Das feine Steakchen. Und Balkanreis. Ach, herrlich. Mmh. Mmh. Ich liebe das. Ich liebe das. Herrlich. Das ist ein gutes Essen. Mmh. Ja, Ralf. Machen du noch ordentlich Eiweiß drauf. Herrlich. Und Naturreis. Gucken wir mal, der Käse. Gucken wir mal, der Käse, wie der rausläuft. Herrlich. Hm. Und die Knoblauchsoße. Mmh. Hammer. Okay, es ist auch natürlich. Bleiben gesund. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Der Käse ist immer noch. Und Kommentar, Abo. Würde mich freuen. Das ist richtig lecker. Könnt ihr nur machen, wenn ihr mal irgendwas so balkanmäßig.
Wer so ein bisschen auf Paprika und so weiter abfahrt, ist das genau das. Und das Geheimnis, wie die da Reis machen, habe ich jetzt auch gelüftet. Bleiben gesund. Bis demnächst.